Wir werden heute zwei verschiedene Looks schminken. Ihr kennt Letizia mit Sicherheit und ihre wunderschöne Arbeit. Sie ist von der Arbeit eher so ein bisschen leichter. Wir haben schon oft zusammengearbeitet und ich bin immer überrascht, wie schöne Looks sie schminken kann mit so wenig Produkt. Also Dankeschön. absolut das Gegenteil von mir. Und wir werden das Ganze heute auch so ein bisschen widerspiegeln, weil ich glaube, du wirst so sehr natürliche Looks schminken. Und ich gehe heute, ihr seht es an meinem Gesicht, mit sehr, sehr viel Produkt rein. Und damit ihr so ein bisschen den Vergleich seht, was man mit verschiedenen Produkten und verschiedenen Techniken machen kann, haben wir heute unser gemeinsames Pinselset und unsere beiden Arten zu schminken mit dabei. Und ich freue mich ganz doll. Ich freue mich auch. Ich habe schon so ein bisschen was im Gesicht. Du bist noch Ich habe nichts. sehr schön, deswegen Ich starten bin. wir einfach. Ja. Und wir erklären euch so ein bisschen, was wir machen. Ihr werdet sehen, dass ihr mit diesen Pinseln ganz, 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 ganz viele verschiedene Sachen machen könnt. Wir werden auch eigentlich ausschließlich diese Pinsel benutzen. Ja. Vielleicht kommt mal noch das ein oder andere Schätzchen dazu, was noch nicht hier mit dabei ist, aber ihr werdet es dann vielleicht ganz bald schon haben können. Und ich fange mit einer Foundation an. Ihr seht mein Gesicht, das ist wild. Was benutzt du am liebsten für Foundations? Ich habe hier drei Foundations und die sind alle ein bisschen high-end. Ist gut. Sorry. Ist super. Also für Skincare und für Make-up-Prep verwende ich immer ein bisschen teure Sachen, sorry dafür. Aber danach zum Beispiel Lidschatten können gerne Drugstore sein und alles andere. Farbe kann Drugstore sein, auch high-end natürlich. Aber Foundation ist bei mir immer high-end. Und ich verwende, ich habe, also meine Haut sieht okay aus, also Super. sieht ebenmäßig. Nur ich habe, ich bin über 30 und ich habe ein bisschen Textur sozusagen. Und ich, wenn die Foundation ein bisschen zu pudrig ist oder zu High Coverage, dann kommt diese Textur sehr, zu doll rüber. Und deswegen, ich mag sehr dünne Foundation. Und Dior Prestige, Can't also Dior Prestige ist eine meiner Lieblings-Foundation, ist sehr teuer. Dann Forever, wie heißt das? Summer Skin ist relate. auch super schön im Sommer und auch sehr long-lasting, würde ich Ich sagen. mag die auch, ich habe die euch schon mal gezeigt. Und da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Und La Mer. Lohnt sich das Geld? Für wie das aussieht auf dem Haut, ja, schon. Und ich verwende das auch in meinem Kit für Shootings, Okay. nämlich. Also es sieht super, es ist wie diese Suki Foundation, die ganz viele lieben. Es sieht sehr expensive aus, aber du hast deine, wo ist das, von Rival de Loop, das habe ich noch nicht probiert, ne? Ja. Vielleicht ich kann das auch ein bisschen auf eine. Probier die mal aus, wobei, also ihr dürft nicht vergessen, das Video drehen wir im November letztes Jahr und ihr seht es erst im März wahrscheinlich. Und die Foundation hat neulich, ich weiß nicht, woran es lag, entweder sie ist gekippt Ah, oder sie hat sich mit einem Primer nicht verhalten okay. und ich sah aus wie ein Umpa-Lumpa. Oh, Und das habe ich okay. noch nie gehabt, aber mittlerweile benutze ich auch die ganz gerne. Das ist Ach mittlerweile so, die vierte ja, das Flasche. habe ich auch. Echt? Ja, ich gehe da Ach sehr schnell cool, durch. okay. Okay. Okay, dann fangen wir mit Foundation an. Genau. Ich benutze die Dior Forever Skin Glow Foundation im Moment wieder. Im Moment, weil im Moment mein Gesicht aussieht wie wild. Gebe mir ein paar Pumpstöße hier mit drauf. Und ich arbeite tatsächlich, seitdem ich den habe, damit gerne meine Foundation ein, wenn ich es so ein bisschen präziser haben möchte. Ja, ich mag auch sehr, ich mag ins generell kleinere Pinsel, weil ich mag so diese minutiöse Arbeit. Es ist auch so süß. Die Menge an Foundation, die zwei Glänzspritzer. Aber bei dir reicht das tatsächlich. Ja, Also. weil ich gehe mehr in dem, ich habe ein bisschen Rötungen, vielleicht sieht man das nicht wegen der Lichter, aber ich habe in Mitte meines Gesicht, ich habe ein bisschen Rötungen und ich fange immer von hier an und ich ziehe alles nach außen sozusagen. Ihr wisst vielleicht aus dem Launch-Video, was ihr vor ein paar Tagen gesehen habt, warum ich mich entschieden habe oder wir uns entschieden haben, das zusammen zu machen. Wann haben wir uns kennengelernt? Bei dem, es war da Glow, oder? Kannten wir uns nicht schon vorher Doch, von ich glaube irgendwo? schon. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Also, Letizia hat einmal das Make-up für mich gemacht auf der Glow. Aber wir kennen uns schon vor. Ja, Vorher, ja, aber ja. ich weiß nicht woher. Und ihr seht, das geht mit so einem kleinen Pinsel auch. Ich hatte euch damals gefragt, ob ihr lieber mit Pinseln oder lieber mit Sponges arbeitet. Und viele haben gesagt, beides. Und das mache ich tatsächlich mittlerweile auch ganz gerne. Ich gehe erst mit dem Pinsel rauf und
platziere mir das Produkt da, wo ich es haben möchte, in meinem heutigen Fall überall. Ansonsten ist der kleine perfekt zum Aufsetzen. Und ihr habt in meinen Videos eigentlich schon alle Pinsel gesehen, die Letizia auch bei ihr im Shop anbietet. Also wenn das Set für euch ein guter Start ist, es gibt bei ihr noch 100.000 weitere. Aber so eins habe ich nicht. Das ist genau. Also wir haben probiert, so ein bisschen verschiedene Pinselformen, genau, und verschiedene Möglichkeiten euch zu geben, was für so ein Starter-Kit gut sein kann, aber auch als Ergänzung, weil hier Formen mit drin sind, die es so nicht überall gibt und die sehr praktisch sind. Ja. Ihr habt sie im letzten halben Jahr bei mir schon unzählige Male gesehen. Ich benutze sie tatsächlich mittlerweile in den Videos schon die ganze Zeit. Dankeschön. Ja, ich bin bei mir, Pinsel ist eine sehr, guck mal, ich nehme noch ein bisschen Foundation. Mhm. Ist nicht so ganz wenig. Also Pinsel ist für mich eine sehr große Passion. Ne? Es ist, und es war so seit immer, seit ich habe Kunst studiert und deswegen ist Pinsel, Farbe ist generell und Pinsel sind eine größte Passion. Du hast Kunst, du bist von der Kunst zum Make-up gekommen. Ja, genau. Das erklärt alles. Und wonach gehst du, wenn du Pinsel entwickelst? Was ist dir wichtig? Gehst du in deinem Kopf durch, was möchtest du machen und was soll der Pinsel dann können? Na, erstmal gehe ich nach Produkt. Mhm. Also ich gucke zum Beispiel, okay, eine Foundation-Pinsel. Was für Haare würde passen jetzt für eine Foundation? Und für welche Foundation? Cream, Powder, Cream ein bisschen fester, Cream ein bisschen flüssiger. Mhm. Und deswegen erstmal gehe ich so, dann nach Form und dann nach Haare sozusagen. Okay. Also erstmal das Produkt. Und dann, weil sind jetzt mittlerweile zum Beispiel sind diese neue Texturen, diese gebackene Gelees, ne? Mhm. Und dafür, oder diese auch ganz fest gepresste Produkte. Und ganz viele nehmen einen random Pinsel und geht man rein und sagt, oh, das Pinsel ist shit oder das Produkt ist shit. Nee, beide sind okay. Ihr habt einfach nicht der richtige Pinsel für den Produkt verwendet. Das ist das, was ich ganz oft sage und deswegen ich mich auch so gefreut habe, dass wir dann auch mit Pinseln zusammenarbeiten können, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das Produkt kann 3 Euro kosten. Ja. Aber wenn du keinen vernünftigen Pinsel hast, der das Produkt richtig nimmt und auch richtig wieder auf das Gesicht gibt, genau, dann ist es egal, ob die Foundation 200 Euro kostet oder 3 Euro. Es muss halt einfach schön aussehen. Und ihr werdet mit Sicherheit merken, wir drehen im November und die Pinsel sind erst im März rausgekommen. Das liegt daran, falls ihr das Launch-Video nicht gesehen habt, das Ganze ist handgemacht in Deutschland. Ja. Und wie alle meine Pinsel. Genau. Weil die Qualität, für mich Qualität ist auf erster Stelle. Und hier sind auch die Haare und auch der, wie heißt das auf Deutsch? Der Pinselstiel. Stiel. Sind beide geklebt und hier sind auch gepresst. Mhm. Also es ist, ihr könnt, und das ist auch sehr wichtig, ein sehr wichtiges Punkt, ihr müsst eure Pinsel ziemlich oft waschen, ne? Und dafür sorgen, dass die, weil wenn ihr eine Woche nicht wäscht, dann ist es innen drin hier, wächst ganz viel Bakterien. Ja. Deswegen, also für mich Qualität ist wichtig, weil ihr müsst die Pinsel oft waschen und passiert nichts. Ne? Es fällt nichts raus. Ich habe die Muster seit 4 Monaten mittlerweile schon und sie sehen genau so aus. Pinsel gibt es viele, aber du siehst nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr oft schon, was ist gut und was ist halt nicht gut. Und wenn die ersten Borsten rausfallen, ist das nicht so gut. Also für Naturhaar ist es normal, dass ab und genau zu, das ist normal. Aber für synthetische, das darf nicht so. Aber du kriegst halt in der Drogerie tatsächlich genau meistens sowieso nur so sehr günstige Pinsel, die nicht schlecht sind, aber da muss halt die Qualität dann auch langfristig passen. Und wir wollten halt Produkte, die für Ewigkeiten funktionieren und mit denen man auch gerne jeden Tag arbeiten kann. Genau. Und als Form und Farbe, es war für mich, ich habe da Maxim freie Hand gelassen und ich wusste schon, dass er sehr viel mit Beige und mit solche so nude, natürliche Farben arbeitet. Und ich habe ihm ein paar Farben zugeschickt und dann, das hier war das Letzte sozusagen. Ja. Das ist verrückt, weil, also ich glaube, man unterschätzt ganz oft, wie lange so ein Prozess dauert. Mm.
Als wir über das Design von den Pinseln gesprochen haben, ja, da war mein Microfiber Multitool noch nicht mal draußen und die Verpackung davon stand aber schon. Und ihr werdet auch in diesem Jahr sehen, dass alles, was noch kommt dieses Jahr, ein Schema hat. Also das ist Ewigkeiten im Vorlauf und dadurch, dass die Pinsel auch handgemacht sind, es dauert einfach. Ja. Wie machst du weiter? Concealer? Concealer, ja. Okay, ich mache tatsächlich immer mit der Contour weiter erst, weil ich immer, also ich muss das Pfannkuchengesicht erstmal wieder in eine Form bringen. Dann gehe ich schnell mit Concealer, weil ich brauche nicht so viel. Und auch dafür benutze ich denselben Pinsel. Ich gehe einfach in die Palette rein. Der Pinsel nimmt extrem gut das Produkt auf. Aber ich mische wieder, ich mag Produkte zu mischen. Mhm. Gerade. Und ich mische zwei Concealers. Einmal ist den Armani, was ist das? Luminous Silk. Mhm. Luminous Silk, yes. Und mein zweites Concealer ist den It Cosmetics. Ja, das mag ich auch hier in der Inner Corner, also ganz hier. Mhm. Und dann Armani, weil es ist viel dünner, ein bisschen tiefer hier. Weil ich habe schon ein paar, wie heißen die? Fältchen. Und hier in diesem Bereich mag ich nicht so viel Produkt. Nicht so viel Puder, am besten alles creamy. Ich setze auch hier nicht, also alles muss creamy in diesem Bereich sein. Sonst man sieht die Fältchen schneller. Okay, verstehe ich. Also das ist, wir haben auch damals, ihr kennt die Fotos bestimmt, eine Kampagne für eine Drogeriemarke geschossen. Und als sie mein Make-up dafür gemacht hat, ich so, okay, und wo ist jetzt das Puder? Und das hat trotzdem gehalten. Also man braucht tatsächlich nicht viel Puder oder teilweise auch gar keins. Aber ich weiß nicht, warum ich so eine Puder-Affinität habe. Dafür nehme ich die Nummer 3. Der Nummer 3? Die Nummer 3. Der Pinsel mit Nummer 3. Genau. Es ist ein Blendepinsel. Ist eigentlich für alles geeignet. Ich verwende es für Concealer, für Lidschatten, für Highlighter, Liquid Highlighter, also für Spot, alles was klein ist. Mhm. Ich verwende den gerne. Und das ist auch so was Krasses vom Unterschied, weil Letizia ist sehr präzise und deswegen haben wir in dem Set auch sehr viele präzise Pinsel, mit denen ihr nicht nur euer Augen-Make-up natürlich machen könnt, sondern auch viel in der Base arbeitet. Ihr wisst, ich arbeite am meisten mit der Nummer 1. Ich arbeite auch noch mit einem anderen Pinsel, den ich euch hier aber noch nicht zeige. Ihr habt den aber schon ein paar Mal gesehen. Und genau mit der Nummer 3 mache ich auch so diese kleinen Details oder Setten damit unterm Auge. Ja. Funktioniert super. Erstmal in der Corner, weil hier fängt unsere Dark Circles an. Und krass. Dann mit dem Armani gehe ich super, super leicht hier vorne und hinten nur am Augenecke, sonst ich ziehe nicht. Du gehst nicht runter weiter? Das ist, ich glaube, das ist auch nur so ein YouTuber-Ding, ne? So ja, dieses Dreieck. Oder was ich mittlerweile auf TikTok sehe. Hauptsache Produkt, ne? Ja, sehr viel. Und dann Leute, die irgendwie auf das ganze Gesicht eine Flasche voll mit Foundation. Ich mache das jetzt mal genauso wie du, weil ich das tatsächlich selber so noch nicht gemacht habe mit dem Pinsel. Nur so punktuell. Ich habe wahrscheinlich eh schon wieder zu viel, aber das Ding ist, was ich, warum ich mich so schminke. Ich habe also aus Erfahrung gesehen, dass wenn ich zu viel Produkt nehme, ich vergesse tagsüber mich im Spiegel zu gucken. Und dann, ich sehe am Ende des Tages, dass ich habe viel Produkt überall in Fältchen oder sitzt irgendwie komisch ab. Deswegen, umso leichter oder umso dünner die Schichten sind, umso long-lasting das Ganze. Weil wenn ihr nichts, eure Gesicht nicht bewegt, also wenn ihr den, diese, wie Mimik? Heißt das? Nee, nicht Mimik, so Resting Between. Ach so. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr tonnenweise Produkte oder diese Puppen-Make-up auftragen. Ich bewege mein Gesicht und ich habe, also ich bewege sehr viel mein Gesicht. Deswegen muss alles sehr dünn aufgetragen sein. Und das ist total spannend auch zu hören, weil ihr wisst ja, wie ich mein Make-up mache und das ist ja, mehr ist mehr und je mehr, desto besser. Aber im Alltag tatsächlich merke ich auch oft, dass ich einfach weniger Produkt brauche, teilweise mich gar nicht mehr schminke, außer so ein bisschen Concealer an ein paar Stellen. Heute ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil ich einfach drunter aussehe, als hätte ich mich gerade mit einem Löwen gestritten. Aber ihr seht, es funktioniert und man spart tatsächlich auch noch Produkt. Die Pinselhaare saugen nicht extra nochmal das Produkt auf. Sie nehmen es gut auf, aber
sie geben es halt auch wieder ab, ohne dass ihr Ewigkeiten Produkt verschwendet. Deswegen finde ich das mit dem Concealer eigentlich gar nicht so schlecht, dass man damit auch den Concealer einarbeitet. Ich bin so blass. Ich war seit langem im Urlaub nicht, ne? Aber es ist... Ich habe seit langem die Sonne nicht gesehen. Aber ich glaube, es wirkt jetzt auch nur so, weil ich von unten so... Radiant bin, um es freundlich auszudrücken. Und dass ich natürlich jetzt mit der Foundation meine Sommerfarbe nehmen muss, um das alles so ein bisschen... Dann nehme ich mein Contour und das ist der Charlotte Tilbury Cream, weil wie gesagt, bei mir muss Cream sein. Mhm. Bist du damit zufrieden? Weil ich habe gehört, dass viele den total feiern und manche... Ah, okay, du hast es abgemacht. Ja. Das ist nämlich genau das Ding, was viele halt immer so stört. Dieses Schwämmchen da dran. Es gibt, ich habe kein Schwämmchen. Oh, muss man. Ich habe keine Schwämmchen in meinem Kit. Hygienetechnisch. Genau. Aber auch trotzdem ist das halt sauberer, wenn du es selber abmachst, ne? Genau. Du benutzt den großen Pinsel dafür? Mhm. Genau, nämlich den Nummer 1. Sie gleitet immer nur wie so eine Elfe über die Haut. Und man merkt es gar nicht, dass sie dich berührt, aber sie berührt dich trotzdem. Ich war immer so, ne? Es ist, weil ich hatte immer Angst, meine Kunden irgendwie zu doll anzufassen oder zu... Und deswegen ist es diese leichte Hand. Aber es funktioniert ja auch. Und ich finde, dadurch sieht das dann immer noch so ein bisschen geairbrushed da aus. Ja. Ihr müsst das auch ein bisschen einplanen. Also erstmal Foundation, dann... aber es ist, da ich nicht so viel Produkt auf einmal nehme, es bedeutet, es ist auch nicht so dreckig. Der Pinsel ist auch nicht so... Wo ist das? Was ich immer ganz gerne mache... Wenn ihr vielleicht 2 oder 3 Sets von den Microfiber Multitools habt, ich gehe einfach rüber und mache das sauber damit. Ja. Weil das nimmt das Produkt dann gut auf. Oder zum Pinselreinigen für Lidschattenpinsel ist das immer sehr, sehr gut für so zwischendrin. Ja. Ich bin tatsächlich schon beim Blush. Ich brauche gar nicht so viel heute, weil es kommt genug. Also für Kunden, wenn ich einen Job habe, ich verwende bestimmt 50 Pinsel. Du hast, das für ist verrückt. Mich. Eine Riesenauswahl. Ja, und für mich ist irgendwie Divier Pinsel. Wir haben auch darüber früher geredet, dass es, was ich in meinem Schminktasche habe, sind immer Sachen, die ich für meinem Kit ausprobiert habe und ich habe gesagt, das vielleicht nicht. Das vielleicht nicht. Und ich bin so, also für mich selber, ich kaufe selten Make-up, nur Foundation. Foundation kaufe ich. Sonst ist alles, was bekomme auch Make-up. Ne? Es wäre jetzt. Aber das ist. Ich glaube, das ist natürlich nochmal ein Unterschied, weil man kann uns halt auch so von der Art, wie wir das Make-up machen, gar nicht miteinander vergleichen. Weil du hast das ja gelernt. Du hast ja eine jahrelange Erfahrung dabei. Und ich habe das ja... Was meinst du mit gelernt? Selbst beigebracht. Hast du eine Ausbildung gemacht? Nein. Verrückt. Und das fragen ganz viele. Damals, als ich angefangen habe, gab es keine Ausbildung als Make-up-Artist. Das ist... in Rumänien, weil ich habe in Rumänien angefangen und es gab keinen, also man konnte nirgendwo gehen und Make-up lernen. Es war, ich habe alles, was ich in Uni gelernt habe, als Kunst, als Schattierung und... okay, aber du hast die theoretische Erfahrung gemacht. Genau. Und ich habe das Ganze ja nur durch YouTube gelernt und ich bin damit aufgewachsen, die Dreiecke unter das Auge zu malen. Und das fällt mir dann wahrscheinlich auch so schwer... das dann irgendwie so ein bisschen zu reduzieren. Was war dein erster YouTube-Kanal, den du angeschaut hast? Oder deine erste? Ich glaube, Make-up-technisch war es Tati. Ja. Für mich es war Pixie Woos. Keine Ahnung, ob du Pixie Woos... Nein, wie hieß das? Das war diese Ära, bevor das Ganze, bevor Tati, bevor... Und dann kam Tati und auch, also die beiden waren für mich... Tati war irgendwie schon immer da. Es gab aber noch eine... Candy Johnson. Candy Johnson und am ganz, ganz am Anfang, oh Jesus, ich glaube, und ich werde jetzt wahrscheinlich, etwas mit P. Also uralt, ganz am Anfang von YouTube, sie hat geschminkt und sie hat auch Kunst gemacht. Panagea oder 81 oder sowas ungefähr. Gibt sie noch? Nee, sie macht das nicht, aber sie hat das... Also vielleicht, wenn ihr über 30 seid und mit YouTube beschäftigt seid, weißt ihr, über was ich rede, aber sonst... Aber das ist auch so krass, wie sich das auch so im Internet das alles so ein bisschen verändert hat, ne? Make-up so gemacht wird. Weil wir haben vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, so was funktioniert aktuell auf den Social-Media-Kanälen. Und tatsächlich ist das einfach nur dieses Clickbaiting mit irgendwas Verrücktem. Das sind meine Blushes. Das ist dein Blush?
Schöne Farben. Ich nehme das hellste, diese Peach. Weil was ist gesagt, das für ein Blatt? YSL. Für ein Lipstick. Mhm. Es ist ein Lipstick. Und ich gehe einmal kurz so direkt. Wie gesagt, das ist mein persönlicher Kit. Und dann gehe ich mit dem Pinsel rüber. Und auch mit demselben Pinsel. Ich bin tatsächlich gerade bei dem FF2 angekommen, um so ein bisschen zu setten. Das mache ich lieber mit einem etwas fluffigeren Pinsel unter den Augen, einfach um Puder so ein bisschen weiter zu verteilen. Wenn ich jetzt hier anfange zu baken, dann werde ich gelüncht. Und bei mir, ich mag tatsächlich eher ein Blush-Look statt einen Contoured-Look oder einen Sculpted-Look. Ja, ich glaube, dadurch, dass du auch so hell bist, sieht das dann immer noch so richtig schön gesund aus. Bei mir sieht es dann immer aus wie Sonnenbrand und du siehst aus, als hättest du gut gegessen und getrunken. Ich benutze am liebsten im Moment dieses Sensai Translucent Powder für leicht. Zum Baken funktioniert es auch, aber ehrlich gesagt, das ist mir zum Baken zu teuer. Also. Wie viel ist das? 54 Euro. Ich bin auch nicht so günstiger. Aber hier. Das ist ja mal schön zu sehen, wie du mit High-End umgehst. Ich verwende den Sisley, das ist dieser, wie heißt das, Blur Expert. Es ist einer von diesen gebackenen Texturen Produkte. Mhm. Das ist eine sehr feine Puder und wieder für die Wrinkles hier unter meinem Auge, weil alles, was zu trocken ist, dann bringt die Wrinkles zu sehr. Dann kommen die Fältchen wieder so ein bisschen mehr zum Vorschein und du gehst dann einfach auch nur so leicht mit. Hast du das Gefühl, dass Puder wirklich die Langlebigkeit verbessert oder geht es dir eher da um Deckkraft in dem Moment? Es geht um einfach, weil beim Augenringe, wenn der Concealer ein bisschen zu glowy ist oder noch nicht gesettet ist, es wirkt, als ihr die Augenringe gar nicht abgedeckt habt. Deswegen ist es schon gut, wenn ihr einfach diese Bereiche unter den Augen ein bisschen settet. Aber außer wenn ihr baked, dann ich würde sagen, vielleicht mit einer Stunde Länge hält das Concealer. Also es ist, keine Ahnung, Powder ist es schon. Ich vertraue den Produkten immer nicht. Ich habe immer Angst, dass das nach, wahrscheinlich, weil ich auch die Menge an Produkt benutze, dass das dann halt wirklich rutscht. Es rutscht dann auch. Dann ist dann, der Bronzer ist dann auf der Stirn und der Concealer ist am Kinn. Ich nehme einen. Das ist der Nummer 6 und es ist ein ziemlich dünner Pinsel. Aber für mich, weil ich mag diese kleine Pinsel zum Arbeiten, ich sette einfach meinen Unteraugen damit, meinen Arm. Ich habe aber auch noch nie gesehen, wie du dich selber geschminkt hast. Deswegen ist das. Ich bin gerade so, wow. Ich mache mit dem Kleinen tatsächlich gerne, blende ich eine Cut Crease aus, wenn ich die dunkelste Farbe benutzt habe. Oder mein Hack, den habt ihr, ich muss zurückdenken, weil den habt ihr irgendwann Anfang November gesehen, dass ich mit einem hellen Lidschatten hier außen einfach nur so hochgegangen bin, um da so einen kleinen Lifting-Effekt mit reinzukriegen. Das habe ich noch in meiner Tasche. Also viel mit meinen Augen mache ich nicht, sondern sehr viel Mascara. Aber ich werde heute ein bisschen, also ich habe Schlupflider. Alles, was ich auf meinem Lid tue, dann geht direkt in meine Lidfalte nach einer Stunde. Also es lohnt sich einfach nicht. Deswegen, wenn ich etwas mache oder wenn ich mein Auge schminke, dann ist es immer hier nach außen, weil hier ist es nichts im Weg und es hält ein bisschen länger. Und deswegen, ich werde ein bisschen meine Augen versuchen, hier hinten ein bisschen größer zu machen und ein bisschen länger zu ziehen sozusagen. So, dann nehme ich, wie ihr seht, ich habe schon, deswegen, es ist so schnell, geht das. Ich werde das setten erstmal. Oh Gott, ey, andere Leute zu schminken ist so einfach. Findest du das einfacher? Ich finde, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Nein. Das Schlimmste ist, mich zu schminken. Aber da seht ihr halt mal den Unterschied, ne? Wie das so von der Art und Weise, wie man auch arbeitet, komplett unterschiedlich ist. Weil ich kann zum Beispiel jemand anderen gar nicht schminken. Wenn ich mich selber schminke, das sieht immer nur in der Kamera gut aus, Freunde. Im Real Life sehe ich aus wie die Drag Queen, die seit 3 Wochen sich nicht mehr abgeschminkt hat. Und was ich schminke mich für den Real Life, deswegen es kann sein, in die Kamera, es wird nicht so doll aussehen. Bei mir ist halt in der Kamera immer ganz normal und im Real Life ist dann einfach immer super, super heavy. Ihr seht natürlich durch diese ganzen Lichter die Texturen nicht oder die Unebenheiten. Das wird halt alles immer so ein bisschen
blurred. Und ich mache jetzt eine Bewegung, was eigentlich nicht machen sollte, ist die Augenbrauen hochzuziehen. Wenn ihr Schlupflieder habt, dann lieber relaxed bleiben und versuchen zu arbeiten einfach über die Lidfalte. Ah, okay, weil man sonst halt so ein Gesicht macht, was nicht natürlich ja, ist. Ja, guck und mal, das ich mache so, dann habe ich mehr Platz. Aber wenn ich ja, okay, klar. Ich bin mit der Nummer 3 einfach hier außen so ein bisschen lang gegangen. Und ihr seht, wie intensiv der das Pigment dann aufnimmt. Und dann kann ich einfach so ein bisschen mit dem Rest ausblenden. Ich arbeite, um ehrlich zu sagen, ich arbeite sehr viel mit Natasha Denona. Weil, genau weil die Lidschatten super creamy sind, ich arbeite mit keinem Augenprimer. Direkt aufs Concealer und deswegen mag ich sie, weil die sind sofort pigmentiert, obwohl manche sagen, die blenden sich ein bisschen schwer. Für mich ist gar kein Problem. Weil du sehr punktuell immer arbeitest, ne? Genau, deswegen, also die können, also für manche, und es ist okay, wenn manche das nicht mögen. Ja, also ich muss sagen, dass ich mit den Matten sehr, sehr gut klarkomme. Ihr seht, ich nehme hier den 6er und gehe in die dunkelste Farbe und ziehe mir damit einfach wie so eine Cut Crease schon mal. Man kommt damit dann sehr präzise nach vorne. Ich finde, also mit den Mattes habe ich nicht so ein Problem. Ich habe mit manchen Schimmertönen ein Problem, weil ich finde, dass die zu creamy sind und dann nicht so richtig auf den Pinsel gehen und dann aber auch nicht vom Pinsel wieder runtergehen. Jetzt nehme ich den Nummer 6 nochmal und gehe ich. Ich habe hier eine Lidschattenpalette von letztes Jahr, glaube ich, es war im Frühling. Ist wieder in meinem Kit gelandet von meinem anderen Kit. Aber es hat so Brauntöne, die ich sehr gerne nehme. Und ich werde arbeiten nur auf meine obere Lid. Und ich werde hier versuchen, meine Augen mehr zu öffnen und über die Lidfalte zu arbeiten. Unten nicht, weil ich habe kleine Augen. Und wenn ich versuche, zu viel unten zu machen, dann irgendwie ich... Meinst du, das schiebt das ja, dann zusammen? Ja. Ich werde versuchen, mit Mascara unten meine Augen zu vergrößern, weil das ist ein optisches... ja, das ist Täuschung. Ja. Ah, okay, krass. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich... Stimmt schon, weil ich ja... Ich gehe immer komplett dann auch mit Schwarz in die Wasserlinie. Das macht die Augen dann noch kleiner. Ich mache das dann immer in der Hoffnung, dass die Augen dann so ein bisschen intensiver aussehen. Aber es macht schon Sinn, wenn du unten nichts machst, dann drückt das nicht so zusammen. Ich liebe Farbe, ne? Ich liebe alle Farben, die grell sind. Nicht unbedingt grell, sondern... so pastellmäßig und so in meinem, wie in meinem Feed. Aber gerne, ich mache gerne auch Natural Looks. Also. Was würdest du empfehlen für Leute, die gerne Farbe tragen wollen, aber halt jetzt nicht mit einer neongrünen Cut Crease vor die Tür gehen können? Ich würde empfehlen, klein anzufangen. Also einen schönen Nude-Look und eine einzige Farbe. So Inner-Corner-Highlight? Inner-Corner-Highlight oder ein Eyeliner oder ein bisschen auf dem bewegliches Lid sozusagen in einen Crease da hier, was man eigentlich nicht so viel sieht. Vielleicht nur, wenn man blinkt oder... ja, weil sonst ist es kann sein, ich weiß, Farben sind ein bisschen, es kann ein bisschen viel sein. Ne? Ja, genau. Also ich bin auch tatsächlich so ein Fan von diesem Inner Corner Highlight in der Farbe geworden. Ich finde, das funktioniert eigentlich immer und das kann man so ein bisschen an die Klamotten dann anpassen. Für mich ist es ein Kunst, also es ist wie Kunst, es ist wie Malen für mich, deswegen, ich verwende sehr viel Farbe. Und dann nehme ich, das ist von Anastasia Beverly Hills, es ist eigentlich ein Brow Pen. Aber da es braun ist und es ist super fein, ich male damit die feinste Kitten-Eyeliner, die es gibt. Ja, das ist es sieht wie ein Eyelash aus bei mir. Es ist einfach nur... Also eine Wimper? Wie eine Wimper. Ich werde euch gleich zeigen. Es ist einfach ein super feines sowas, ne? Und dann ist es bringt einfach das Ganze optisch, das ganze Auge ein bisschen so... Nur so ein bisschen. Nur ein bisschen, weil ich kann nicht viel bei mir machen. Es kommt diese Falte hinweg und ich muss das ein geometrisches irgendwie aufbauen, wenn ich mich... Das ist das Geheimnis. Ja. Ja, dann zwischendurch trage ich ein bisschen Highlighter auf. Ich bin mittlerweile mit dem 5er, diesem ganz flachen, der zum Cut Crease ziehen super ist, aber auch für hier unten, weil ihr damit direkt auf eure Wasserlinie gehen könnt oder unten so ein bisschen ausbuffen. Ich nehme den Nummer 3 wieder für Highlighter und das ist eine By Terry. Ist eigentlich
kein Highlighter, es ist mehr ein Cheek-Topper oder es ist, wie heißt das? Moment, ich kann das auch lesen, ne? Compact Expert Dual Powder. Puder mit ein bisschen Glitzer. Puder mit ein bisschen Glitzer und ganz, ganz, ganz wenig davon, weil, wie gesagt, Wrinkles und ich würde das nicht so viel. Und deswegen kleinere Pinsel, ne? Auch nur so ein bisschen Bewegung wieder. Furchtbar aus. Das setzt sich alles. Wenn ihr das sehen könntet, wie alles gerade auf dieser, also ihr müsst vorstellen, da sind halt die ganzen Nadeln ins Gesicht gegangen und dadurch, das kommt alles, was unten jemals in meinem Gesicht war, kommt jetzt raus. Gute Augenbrauen, ich brauche nur ein bisschen, vielleicht ein bisschen Form hier oben. Also ich habe schon Haare, ich zupfe meine Augenbrauen überhaupt nicht. Ich fasse meine Augenbrauen. Krass, aber du hast auch schon von Natur aus so eine leichte Form mit drin. Ich habe ein bisschen wilde Haare, aber das stört mich nicht. Also die können schon gerne, weil meine Mama hat kaum welche, deswegen habe ich Angst immer. Wenn du eine rausziehst, dass sie dann für immer weg ist. Ihr könnt tatsächlich sogar mit dem Fünfer so ein bisschen durch die Augenbrauen durchgehen, wenn ihr mit einem Puder arbeitet. Ich mache heute bei dem Look ein bisschen mehr als nur so ein bisschen Augenbrauenpuder. Aber ihr seht, ne, also ihr könnt damit wirklich das Pigment gut aufmachen. Und ich habe den Look mit den drei Pinseln geschminkt, die auch mit drin sind für die Augen. Ja, wir haben auch die so ausgewählt und designt, dass man auch ein komplettes Look damit schaffen kann. Genau. Wir haben halt Ewigkeiten überlegt, okay, wollen wir nicht den Pinsel noch mit reinnehmen oder wollen wir den Pinsel mit reinnehmen oder ist das nicht zu viel? Und wir haben gedacht, okay, wir starten einfach mit Pinseln, die ihr nicht so oft in anderen Sets auch mit drin habt, auch von der Form. Vor allen Dingen dieser kleine, ganz, 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 ganz kleine Blendepinsel, mit dem du eigentlich dein komplettes Puder aufgetragen hast. Ja, ja. Und ich einfach nur so ein bisschen diffust habe, ihr könnt damit wirklich alles machen. Malst du, wie übermalst du deine Lippen? Also hier meine obere Lippe, weil als ich klein war, ich bin runtergefallen auf eine, keine Ahnung, 2 Meter, irgendwie, es war eine Leiter, was ist Leiter auf Deutsch? So eine Leiter. Leiter. Mhm. Und ich habe diese Stück Haut, was man zwischen die Zähne... Dieses Bändchen? Ja, ist bei mir gerissen und ich habe das nicht mehr. Und deswegen ist es, meine obere Lippe ist irgendwie nach hinten gegangen. Okay. Und deswegen sieht man meine Zähne so, wenn ich lache. Wäre mir aber auch nicht aufgefallen vorher. Und deswegen, ich muss ein bisschen meine obere Lippe ein bisschen übermalen und ich fange einfach nicht viel. Ich kann leider nicht viel, weil ich habe ein ziemlich intensive Lippenkontur und wenn ich zu viel übermale, dann sieht man das. Dann sieht zu viel aus. Ja, also 1 Millimeter, höchstens 2 Millimeter kann ich übermalen. Das ist halt ganz spannend jetzt zu sehen, weil ich mache das halt so, dass es in der Kamera immer ganz okay aussieht. Bei Full Coverage im Alltag siehst du halt aus, so Schätzelein, du hast deine Lippen übermalt. Nee, ich mache das eher für tags. Also du könntest jetzt so rausgehen, bei mir würden die Leute denken, was ist mit ihr passiert? Also ich mache mittlerweile, male ich mein Lippenherz, male ich weg. Ja, ja, ja. Ich mache es einfach rund. Ja. Und unten, das ist halt das Schöne, wenn man einen Bart hat und das so ein bisschen rangeht, ich kann einfach die Lippe überall hinmalen, das sieht man dann nicht mehr. Du gehst auch nur dann so ein bisschen ins Zentrum. Genau. Ich habe einmal gehört, und den Spruch werde ich nie wieder vergessen, wenn man Lipgloss in den Außenwinkeln hat, sieht es aus wie Sabber. Und seitdem mache ich immer, wenn ich Lipgloss trage, so. Aber das sieht dann aus wie so Spucke. Ich glaube, wenn das zu viel ist, ich habe auch, das ist mein Natural Look. Weil es braun ist. So in Anführungszeichen Make-up geschminkt aussehen kann. Ja. Crazy. Und hier zwei verschiedene Looks. Mit denselben Pinseln. Natural Looks. Mit 5 Pinsel. Ich bin auch überrascht, dass wir damit alles machen konnten. Und man kann immer noch weiter schminken. Also sich weiter entweder Look ändern, entweder mehr oder ein Touch-up machen. Also es saut gar nicht viel Produkt und deswegen ist halt... Sie trocknen sehr, 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 sehr schnell. Also ich habe sie gewaschen und eine Stunde später... Wenn die nicht so gelagert sind, wie sie gelagert werden sollten, dann sind sie trocken.
Ihr findet die Pinsel jetzt unten im Shop. Ich hoffe, es ist noch was da. Ich setze euch alle Links einmal unten hin. Und auch, falls ihr weitere Pinsel haben wollt aus Letizias Pinselreihen, stehen einmal alle unten. Ihr findet dort wirklich alles an Pinseln, was es irgendwie gibt und noch mehr. Und ich freue mich, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich was auch. Ist dein liebster Pinsel aus dem Set? Ja. Glaube meiner auch. Und danach ganz, ganz nah ist der hier. Weil der sehr vielseitig ist. Ja, ich mag vielseitige Pinsel. Freunde, ich glaube, ihr seht, einen größeren Unterschied an Make-up-Looks kann man nicht haben mit denselben Pinselset. Vielen Dank, dass du heute mit dabei Vielen warst. Vielen Dank, dass du mich dabei gehabt hast. Ich freue mich und ihr findet die Pinsel jetzt unter diesem Video. Ich freue mich und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!